Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Drück gerne auf den Abonnieren-Button, wenn du das noch nicht getan hast, denn das ist jetzt das zweite Video auf dem Kanal und heute geht es um das Thema Minimalismus und dass es auch sehr, sehr viel gehen wird. Ja, ich bin eine absolute Dekotante, wie du hier unschwer erkennen kannst. Ich liebe Deko, aber in meinen Schränken befindet sich tatsächlich gar nicht mehr so viel. Ich liebe es, mich mit Dekoration ein bisschen kreativ auszulassen, aber auch hier weiß ich mittlerweile, weniger ist mehr. Früher war ich da mal ganz, ganz schlimm, kann ich euch sagen. Ja, aber Minimalismus, was ist das überhaupt? Das ist jetzt schon ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Denn Minimalismus bedeutet, dass man nur noch relativ wenig Sachen besitzen möchte. Ich habe früher sehr, sehr viele Sachen besessen, denn als ich 18 war, ist meine Mutter gestorben und naja, ich habe praktisch ihren halben Hausstand übernommen. Viel habe ich gespendet, aber viele Sachen habe ich einfach übernommen und konnte mich gar nicht so richtig trennen. Unser Haushalt damals war selbst schon relativ überlaufen mit Sachen, sag ich mal. Es ist immer dieses so, ja wer weiß, vielleicht kann man das ja nochmal gebrauchen, Ding. Ja, ich glaube, das kennen wir irgendwie alle. Aber ich habe für mich irgendwann erkannt, dass das nicht der Weg für mich ist und dass diese ganzen Sachen mich irgendwann, ja, scheinbar fast erdrücken. Irgendwie hat mich das mehr belastet, dass ich so viele Sachen habe, die ich irgendwie gar nicht brauche. Und es wurde mit jedem Einkauf immer und immer mehr, dass ich irgendwann gedacht habe, hey, meine Schubladen, die sind so vollgestopft und ich könnte mir eigentlich schon wieder zwei neue Schränke kaufen, damit ich irgendwie meine ganzen Sachen unterkriege, dass mich das irgendwann echt ein bisschen erschreckt hat, fast, ja. Und da bin ich irgendwann mal auf das Thema Minimalismus gestoßen und das fand ich dann wirklich sehr, sehr toll und interessant und bin angefangen, meine Sachen auszumisten. Ich weiß noch, als ich ein weiteres Mal meinen Kleiderschrank ausgemistet hatte und so viele Sachen weggeschmissen habe, ich hatte so einen riesen Berg in meinem Wohnzimmer liegen. Das war Wahnsinn. Ich glaube, dass man fast diesen Raum unter so einem etwas kleineren Esstisch hätte ausfüllen können. Also wenn ihr so einen großen Karton euch nehmt und einfach füllt, ja, oder so ein Gitterbett, so ein Kinderbett, komplett vollgestopft mit Klamotten. So viel habe ich damals aussortiert in einem Durchgang. Und ich habe sehr oft aussortiert. Ich habe so unfassbar viele Klamotten irgendwann gehabt. Weil ich für mich zum Beispiel irgendwann oder beziehungsweise früher nicht wirklich wusste, was steht mir, was nicht. Oh, das finde ich schön, das kaufe ich. Und dann habe ich es doch nicht angezogen. Und weil ich mich irgendwie in den Sachen nicht wohlgefühlt habe. Aber ich habe leider, bevor ich die Sachen gekauft habe, das nicht gewusst, dass ich mich dann darin nicht wohlfühlen würde. Tja, so bekam ich irgendwann durch diesen Minimalismus, durch dieses viel mehr Aussortieren, auch ein Bewusstsein dafür, überhaupt mal irgendwie vorher sich ganz genau Gedanken drüber zu machen, so, ey, steht dir das überhaupt? Willst du das überhaupt in deiner Wohnung stehen haben? Ja, auch was das Thema Deko angeht. Ich habe früher so viel an Deko gekauft, kam dann mit nach Hause und wusste überhaupt gar nicht, wo ich das hinstellen sollte. Ich hatte gar keinen Platz dafür. Das sah in meiner Wohnung überhaupt gar nicht aus. Das passte vielleicht nicht mal zum Rest meiner Deko. Und ja, dieses Thema Minimalismus hat mir sehr, sehr weiter geholfen. Auch um wirklich viel, viel mehr bei mir selber anzukommen. Denn wenn wir so wahllos um uns drum zukaufen, wenn wir so ultra viel in unseren Schränken drin haben, dann färbt das auch immer auf uns ab. Und wenn wir aber ganz bewusst konsumieren, uns wirklich fragen, hey, brauche ich das überhaupt? Ja, brauche ich das noch, was ich hier habe? Oder möchte ich das vielleicht weggeben oder verkaufen? Oder wenn ich im Laden stehe, sich wirklich zu fragen, brauche ich das wirklich? Oder selbst wenn ich etwas haben möchte, steht mir das zum Beispiel überhaupt? Ja, so beim Thema Kleidung. Und das war ein riesen Game Changer, der mein Leben extrem positiv verändert hat.
Ja, deswegen lade ich euch ein, euch mehr mit dem Thema Minimalismus auseinanderzusetzen. Denn total egal, ob es jetzt um die Wohnungseinrichtung geht, um die Kleiderstile geht, ja, oder um den Kleiderschrank geht, oder ob es einfach ganzheitlich um unser Leben geht. Der Minimalismus kann uns sehr, sehr viel weiterhelfen. Und zwar ja, überall in unserem Leben und das nicht nur bei unseren Gegenständen, auch wenn das bei Minimalismus meistens so der Hauptfokus ist. Ja, durch den Minimalismus sparen wir aber natürlich auch sehr viel Geld. Und wenn wir unsere Wohnung aussortieren, können wir die Sachen natürlich auch verkaufen. Ja, ich möchte euch auch ein bisschen mitnehmen und zeigen, wie viel Geld man dadurch überhaupt sparen kann, wenn man so manche Sachen eben nicht mehr in sein Leben lässt. Ja, seid gespannt. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn euch das Thema Minimalismus interessiert und aktiviert die Glocke. Denn wenn wir minimalistischer leben, dann sind wir meiner Erfahrung nach auf jeden Fall irgendwann auch sehr, sehr viel zufriedener und glücklicher. Ja, das war's für heute und ich sage bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao!